Der Sonntag ist für viele der einzig freie Wochentag. Für Margot Frank steht allerdings auch an diesem Tag die Arbeit im Vordergrund. Die 56-Jährige ist eine von insgesamt 35 Volunteers. Sie opfert gerne Freizeit und ist an ihren freien Tagen mit Leidenschaft für den 1. FC Nürnberg aktiv. Ja, weil ich Clubfan bin. Und da ist man dann einen Tick weit näher dran. Man sieht hinter die Kulissen, man trifft Gleichgesinnte und es macht einfach nur Spaß. Der Arbeitseinsatz der Volunteers beginnt offiziell um 13 Uhr. Doch bevor alle ehrenamtlichen Helfer in ihre üblichen Einsatzbereiche kehren können, erhalten sie ihre Arbeitskarten, treffen sich auf eine kurze Stärkung im Aufenthaltsraum und haben noch kurz Zeit für persönliche Gespräche. Ja, wir sind Club-Volunteers, das Wort spricht für sich. Wir sind ehrenamtliche Helfer. Wir machen es also kostenlos, aber nicht umsonst. Das heißt, der Club stiftet uns viele Sachen. Wir bekommen Essen, Trinken, Kleidung. Wir bekommen eine Weihnachtsfeier, Saisonabschlussfeier. Wir fahren auswärts zu einem Spiel. Also, was will man mehr? Vor der Stadionöffnung gibt der Lead-Volunteer Sebastian Tuadokus noch eine kurze Spieltagseinweisung. Wer steht heute wo, wer unterstützt wen? Für all diese Informationen, aber auch persönliche Anliegen, ist der 26-Jährige der erste Ansprechpartner. Nicht nur für ihn spielt das Teamwork auch abseits des Arbeitsumfeldes eine wichtige Rolle. Was uns immer besonders freut, ist, dass durch das Programm schon viele feste Freundschaften entstanden sind. Also die Volunteers treffen sich auch gerne mal auswärts zum gemeinsamen Grillabend oder gehen gemeinsam essen oder organisieren auch mal privat Auswärtsfahrten. Also das hat sich schon wirklich etabliert. Also wir sind hier eine super Truppe, die sich auch untereinander sehr gut versteht. Seit der Weltmeisterschaft 2006 greift der 1. FC Nürnberg nun schon auf die Volunteers zurück. Die ehrenamtlichen Helfer betreuen mittlerweile 6 verschiedene Einsatzbereiche. Journalisten und Fotografen halten am Medieninformationsstand wichtige Informationen zum Spieltag. An den Besucherinfoboxen stehen die freiwilligen Helfer als Ansprechpartner für die Fans zur Verfügung. Die Behindertenbetreuung erleichtert körperlich benachteiligten Stadionbesuchern den Spieltagesablauf. Außerdem sorgen die Volunteers dafür, dass auch den Mini-Clubberern der Spieltag in Erinnerung bleibt. Ja, in erster Linie geht es schon darum, Personen einzubinden, die wissen, was der Besucher letztendlich am Spieltag erfahren möchte. Und wir greifen dort auf das Wissen zurück, dass die einzelnen Personen auch um das Stadion rum haben, vielleicht sogar noch mehr als viele andere Dienstleister das letztendlich könnten. Und das ist ein unheimlich wichtiger Bestandteil, damit die Besucher der Heimspiele im Grunde gestalten sich auch wohlfühlen können. Kurz vor dem Anpfiff der Partie ist der Arbeitseinsatz für Margot Frank beendet. Nachdem sie an der Besucherinformationsbox vielen Stadionbesuchern helfen konnte und zahlreiche Stadionmagazine verkauft hat, kann die 56-Jährige das Spiel von ihrem Sitzplatz verfolgen. Der Reiz, Volunteer zu sein, ist nicht einfach in Worte zu fassen. Alles. Es geht am Anfang, wenn man sich trifft, alle miteinander, nach 2 Wochen. Und dann der Aufbau, der Kontakt mit den Fans, alles, das Spiel anschauen, hernach alles, im Stadion alles sehen, wunderbar. Für Margot Frank und ihre Kollegen steht fest, auch am nächsten Heimspieltag sind die Volunteers wieder vor Ort, um das Stadionerlebnis auch weiterhin einzigartig zu gestalten. Alle Informationen rund um die Volunteers beim 1. FC Nürnberg gibt es auf unserer Homepage unter fcn.de.